Gemeinde, wo ist der Bauhaus da, hier in Kirchberg. Demonstration für fairen Zuckerrübenpreis. Schweizer Fernsehen ist auch da. Ja, meine Pflanze, wir werden am Schluss eine Resolution verabschieden, die Ihnen vom schweizerischen Präsidenten des Zuckerrübenverbandes, Herr Joseph Meyer, präsentiert wird. Herr Jacques Bourguin, Herr Rufer Martin, Herr Lehmann Fritz, Herr Ecker Philipp, Herr Leuba Philipp und Herr Meyer Joseph, das sind die heutigen Referenten. Zum Schluss noch ein Zitat, das jede Zeitepoche überdauert hat. Und es ist ein starkes Zeichen für den Schweizer Rübenbau und die Schweizer Zuckerwirtschaft. Und es ist ein notwendiges Zeichen in Richtung Verwaltung, Bundesrat und Parlament. Die Branche bereitet sich nun auf diesen Ausstieg vor, sichert sich Marktanteile und das führt zu einem regelrechten Preiszerfall in der EU. Und weil wir diese Freihandel haben im Bereich Zucker, strömt nun billiger Exportzucker in die Schweiz hinein und drückt unsere Preise. Das ist der erste Grund. Die EU hat eine andere Zuckermarktordnung. Zweitens, meine Damen und Herren, 2005 lag der Wechselkurs bei 1,60 Franken, als man diese Zuckermarktordnung beschlossen hat. Heute liegt der Wechselkurs, Sie wissen es, vielleicht bei 1,08 Franken, bei 1,09 Franken. Und weil wir den Schweizer Zuckerpreis direkt an den EU-Preis gekoppelt haben, schlägt diese Frankenaufwertung voll durch. Die Politik agricole actuelle comporte des absurdités. Die Bundesrat müssen aufwachen. Die Verwaltung und der Bundesrat müssen endlich aufwachen und anerkennen, dass der Schweizer Zuckerrübenanbau aufgrund der Änderungen in der EU in Frage gestellt ist. Landwirtschaft bekennen. Nur so kann der Grundsatz der Versorgungssicherheit gelebt werden. So, Kundgebung ist durch. Es ist kalt für Bauerhaus. Ich will wieder nach Hause. Ich bin mit dem Velo hier. Hier spezielle Beleuchtung mit unten Elektro-Nordstromgruppe. Wird da Licht gemacht. Jede Lampe einzeln. Hier mit meinem Easy Rider. Ohne Vorderradbremse, ohne Licht.